Angela, du bist Lach-Yoga-Business-Trainerin. Was kann man sich denn unter Lach-Yoga vorstellen? Lach-Yoga ist eine Mischung aus Klatschübungen, Atemübungen und so pantomimischen Lachübungen, bei denen wir ohne Grund ins Lachen kommen. Und für was ist Lach-Yoga denn so gut? Lach-Yoga ist sehr gesund und es verschafft Menschen auch oft viel mehr Selbstbewusstsein und sie werden kreativer dadurch. Du bietest ja auch wirklich Seminare an, vor allem auch Unternehmensworkshops. Ich stelle mir es ein bisschen schwierig vor, wenn dann so AOK-Mitarbeiter oder Mercedes-Mitarbeiter in ihrem Anzug dann frei herauslachen sollen. Das ist am Anfang tatsächlich für einige etwas ungewohnt, in der Umgebung zu lachen. Aber wenn man sie vorher darauf vorbereitet und ihnen das erklärt, wofür das gut ist, sind sie voll dabei. Wie kamst du denn dazu? So der Berufsberater vom Arbeitsamt wird dir nicht gesagt haben, so jetzt machen Sie mal Lach-Yoga. Wo kam denn die Inspiration her? Also vor 6 Jahren habe ich eine Ausbildung gemacht zur Persönlichkeitstrainerin, habe mich viel mit Fragen beschäftigt. Was kann ich tun, um glücklich und zufrieden zu leben? Und da ist mir auch das Lach-Yoga untergekommen. Ja, Lach-Yoga fördert ja auch ungemein die Kreativität und wir sind natürlich immer auf der Suche nach Kreativität und Inspiration und du als Lach-Yoga-Botschafterin sozusagen bist ja dann wirklich auch im Dienste der Inspiration unterwegs und deswegen möchten wir dir ganz herzlich das Experientell-Gütesiegel verleihen. So. Ich hoffe, du nimmst es mit einem offenen Lachen jetzt entgegen. Das freut mich natürlich. So, herzlichen Glückwunsch. Ganz viele Zuschauer von uns sind selbst im Kreativbereich tätig und manchmal ist man ja doch dann in einem Kreativloch. Kannst du uns zum Abschluss mal eine kleine Übung noch verraten, damit man wieder frohen Mutes und gut gelaunt an die Arbeit gehen kann? Also man kann im Grunde das kreative Lachen einfach mal ausprobieren. Also man stellt sich vor, man lacht sich so ins Fäustchen und dann nimmt man dieses Lachen und kann alles Mögliche damit machen, eine Kugel daraus formen und die dann vielleicht so dem Kollegen gegenüber am Schreibtisch mal zuwerfen und einfach mal gucken, was er mit diesem Lachen macht und dann gucken, dass sich so diese virtuelle Lachkugel im ganzen Büro verbreitet. Sehr cool, das machen wir jetzt auch mal. Ich versuche das jetzt mal mit. Ich lache jetzt ins Fäustchen. Moment. Ich muss sagen, es ist super cool. Ich muss das öfters jetzt, glaube ich, machen. Wenn ihr mögt, probiert es auch einfach aus. Und wir sehen uns gut gelaunt bei der nächsten IDT.